Für viele ist sie die einzige warme Mahlzeit am Tag. Die nahrhafte Suppe, die von den beiden Essensbussen der Caritas jeden Abend an fixen Plätzen verteilt wird. Neben den Canisi-Bussen bringt jetzt auch ein klimafreundliches Canisi-Bike mit einem Anhänger jeden Tag Suppe und Brot an Ausgabeplätze. Möglich ist das durch Freiwillige, die auch täglich das Zubereiten übernehmen. Nudelsuppe mit Gemüse. 250 Liter, die Menge für einen Abend. Ausliefern werden die Behälter die beiden Busse und das Canisi-Bike. In Summe 90.000 Teller Suppe pro Jahr. In der Caritas-Küche in Otterkring kochen dafür jeden Tag freiwillige Helfer und Helferinnen. Also ich mach's gern. Vielleicht auch, ich weiß nicht, ob ich das sagen soll, aber ich auch Christin bin und ich gerne Leuten helfe. Dass ich weiß, dass diese Menschen nicht hungernd auf der Straße sitzen. Letzte Handgriffe vor der Ausfahrt. Auch der Mann am E-Bike ist ein ehrenamtlicher Caritas-Mitarbeiter. Dann geht's los. Erste Station beim Bahnhof Wien Mitte, Gigergasse. Brot, gerne. Ja, bitte. Der Bedarf nach einer kostenlosen, warmen Mahlzeit ist größer geworden und steigt weiter an. Auch Menschen, die früher nicht darauf angewiesen waren, kommen hierher. Eben Pandemie, Inflation, das hat wirklich viele Leute an den Rand der Armut getrieben. Das ist leider, es wird zwar immer abgestritten, aber es ist leider der Fall, ja. Man sieht es ja nicht. Es gibt nicht jeder gern zu. Ne? Es ist ja, Armut wird ja auch mit Untüchtigkeit und eher ein schlechtes Image. Nicht? Wird man ja schnell in ein Eck gestellt und so. Ich bin nicht obdachlos, aber trotzdem in einer prekären Situation, weil die Miete ja schon zum vierten Mal innerhalb von 20 Monaten erhöht wurde. Und das ist einfach fast nicht mehr zu stemmen. Wir suchen noch Freiwillige für das Canisi-Bike. Dieser Fahrradanhänger fährt jeden Tag zwei Stationen an, Bahnhof Wien-Mitte und Bahnhof Hernals. Ja, und jeder ist willkommen und jeder kann das bedienen und man kann sehr direkt den Menschen direkt auf der Straße helfen. Die Fixzeiten für das Canisi-Bike, Bahnhof Wien-Mitte 20 Uhr, Bahnhof Hernals 21 Uhr, 7 Tage die Woche.